Jetzt gehen wir zu den interdisziplinären Stichpunkten. Das Erste, was mir dazu einfällt, auch das ist so eine ganz kluge Aussage. Ja? Wenn du so ein Projekt angehst, ein Problem angehst, dann teile und beherrsche die Sachen. Da war ich beim Stoiber im Vortrag über die Entbürokratisierung. Und da hat er mir gesagt, Mensch, über 23.000 Gesetze im Jahr 2008 in Europa, neue. Ja? Und er hat eins gesagt, das mit der Tomate. Und wenn ich da die Sorgen der Menschen erfahre, haben die ganz andere Sorgen, als die Leute in Brüssel da programmieren. Ja? Das ist wieder ein Appell, warum die Quantum Engineering eigentlich nichts mit Werkzeugen und so zu tun hat, sondern mit Kultur, mit Menschen. Dass die Leute das, was sie bewegt, regeln können. Solche Gesetze brauche ich. Und dann bin ich doch wieder bei der agilen Softwareentwicklung. Irgendwo. Und nicht bei irgendwelchen Top-Down, Bom, Bom, Bom. Und jeder sagt, keiner nimmt es mehr ernst. Wir brauchen auch die Nietzsches, die die Sachen radikal in Frage stellen. Gerade im RE. Der Mittelstand, der Pitzka hat keine Lernkapazitäten. Der Herr Müller hat keine Lernkapazitäten, hat keine. Warum? Weil es eine Vertrauenssache ist. Ja? Ich glaube, wir brauchen Tugenden, die wohl vergessen zu sein scheinen. Und da steckt auch eine gewisse Moral dahinter. Dass ich eben den Kunden nicht alles, was machbar ist, verkaufe, sondern sage, nee, Kunde. Und es wird auch ein schöner Satz schon gefallen, ich bin da härter, als ich es eigentlich sein möchte, weil ich habe ja zwei Seelenmänner. Das ist sehr schwierig, im Auftrag, wo einer sagt, ich habe ein Budget von 2 Millionen, und dann sage ich ihm, Mensch, 200.000 reichen eigentlich dafür. Ne? Eine schwere Entscheidung. Ethik brauchen wir auch noch. Okay, wir müssen neue Produkte machen, die es noch nicht gibt. Denke ich mir, wie lange bist du klein mit Ingenieuren von neuen Produkten? Und wir haben in der IT heute Mittel, die kann man gar nicht hoch genug anschätzen. Ja? Was ich aus Twitter gelernt habe, nur weil ich eben den richtigen Leuten folge. Und da weiß ich, was der mir liefert, ob es ein Video ist oder ob es ein Dokument ist, es ist klasse. Bitte nicht noch komplexe Werkzeuge. Das ist auch so ein Problem, wenn Sie in der Microsoft-Welt drin hängen, ne? Und Sie machen das alles. Ob Sie projektieren, dann brauchen Sie noch was und noch was. Das ist wie die großen Konzerne. Mittelstand muss anders denken als Großkonzerne. Und vielleicht das Europabild nochmal bedenken. Es ist nicht so, dass die deutschen Menschen bei den Großkonzernen arbeiten oder die Europäer. Die Europäer arbeiten im Mittelstand. Entweder sind es Tagelöhner, Freiberufler, die ehrlich für Geld arbeiten, oder sie sind im Mittelstand angestellt. Ja? Also der Mittelstand ist das A und O, auch in diesem Team. Und wenn man dieses Kribbeln sieht, wie die mit Bleistift so gemalt werden, ja? Dann denke ich mir, Mensch, solches Kribbeln brauchen wir auch für die Softwareentwicklung. Anpassbare Dinge, wo man fühlen kann. Ja? Ein anderes Thema, Video natürlich. Wenn ich mir überlege, wenn ich heute ein Apple nutze, und es kommt ein neues Feature, ich bin ja zu doof für die Technik mittlerweile, dann kommt ein Video und dann begreife ich, wie es geht. Dann glaube ich, das Video ist eigentlich eine ganz gute Sache, auch mit realen Menschen. Dann kann ich Dinge festhalten, dann kann ich diskutieren und sagen, hier, schau mal, stellt euch mal vor, der Kunde würde uns jetzt hier sehen. Der könnte auf uns im Zimmer reinschauen und würde sehen, was wir machen. Würde er noch bei uns kaufen oder nicht mehr? Ja? Das können wir heute machen. Einfach eine Webcam installiert, und dann mal ins Internet übertragen, wie so ein Regal-Engineering-Meeting läuft. Finde ich eine wahnsinnig innovative Idee. Ja? Einfach den Leuten am Fahrkartenschalter mal zeigen, wie sie bei der Deutschen Bahn AG über manche Dinge sich unterhalten. Möchte ich mal sagen, wir machen das finale Abschlussmeeting offen. Ja? Dann würden plötzlich die Ergebnisse viel besser werden, damit ich das helfen. Ja? Und das allerletzte, und das ist ja ein sehr ernsthaftes Thema, die Psychologie. Ich habe heute mir die Fragen ein bisschen mitgemerkt. Ja? Und ich habe festgestellt, und das ist aber eine ganz normale Erfahrung, dass die meisten Fragen an den Referenten direkte Fragen waren. Und es ist aber auch ganz klar, wir stellen deswegen so gerne geschlossene Fragen, weil wir wissen ja schon alles. Das ist wieder der Punkt am Anfang des Vortrages. Wir haben doch schon längst in unserem Kopf drin, wie das System aussehen muss, welche Daten und Benehmen wir nehmen und so weiter und weiter. Ja? Und wir wollen doch nur unsere Sachen bestätigt haben. Oder aber, weil wir noch ganz mutige Menschen sind, ganz tolle Argumente zu widerlegen. Also stellen wir ganz geschlossene Fragen. Und damit fängt es an. Ja?
Und ich habe mal, das war mein erstes Seminar zum Sinne von Persönlichkeitsförderung, auch so Sitzgeber bei Software, da hat einer so das Spiel mit uns gemacht. Und eine Kette von offenen Fragen zu bilden, und das könnte man auch in den Saal machen, diese Kette bricht ab und die Leute kippen um in ihre direkte Fragen. Ja? Ich habe das Psychologie genannt. Ich glaube, was hier sehr viel wichtig ist, ist das Zuhören. Wer kann denn heute noch zuhören in der heutigen Zeit, wo man dauernd zugemüht wird? Ja? Das halte ich alles für wichtiger als diese hochteuren Werkzeuge. Zu überlegen, was ist ein Team und was ist eine Gruppe. Ja? Das ist ja nicht mehr so in, weil die meisten Leute heute mit Militär nicht mehr viel zu tun haben. Aber eine Gruppe, da fragt einer, wo es lang geht. Ein Team, da hat man eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Ziel. Ja. Das sind zwei grundverschiedene soziale Systeme. Ja. Wenn wir ein Projekt machen, dann ist unser Gegner ist das Problem. Wir wollen das Projekt beschädigen. Aber de facto, und das ist gerade im männlichen Bereich natürlich besonders stark vertreten, guckelt sich jeder erstmal auf und möchte selbst recht haben. Ja. Und wirklich das zu kapieren, dass man auch mal mit seiner Rechthaberei zwei Schritte zurückgeht und bereit ist, den anderen zu Wort kommen zu lassen, das ist etwas, was ich eigentlich mehr als früher vermisse. Wenn ich da zum Commitment komme, dass das Wichtigste im Ganzen ist der gemeinsame Erkenntnisgewinn. Und da hoffe ich, ein paar Hinweise gegeben zu haben. Es geht vor allem um Erkenntnisgewinn, Erkenntnisfortschritt, nichts anderes. Und das kann man nicht mit Werkzeugen zwingen, das kann man nur mit diesem Menschenverstand zwingen, mit Ehrlichkeit und mit Wert und mit Kultur. Und deswegen ist der Mittelstand im Vorteil gegen den großen Konzern. Herzlichen Dank.